Herzlich willkommen auf meinem Bastelkanal, ihr Lieben. Basteln für die Seele, ganz wichtig für mich und es ist immer wichtiger geworden, wie viele von euch wissen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, viele neue Ideen und auch viel Freude an meinen kleinen Ausflügen mit den Hunden. So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich wollte euch meine schönen Rosen mal gerne zeigen. Warte mal. Mein Gott, die blüht so schön wieder, diese hier. Das sind zwei Duftrosen. Wir haben zwei so Kübel hier stehen. Warte mal, ich gehe mal einmal rum, einen Moment. Und ja, leider auch noch Blattläuse, aber hier die großen Blüten, die wollte ich euch gern zeigen. Die duften wirklich ganz wunderbar. So schön. Da haben wir immer sehr viel Spaß dran gehabt, wir beiden, mein Mann und ich, an diesen duftenden. Und dann haben wir hier die Clematis. Das ist eine ganz kleine, unscheinbare Blüte. Guck mal, kann ich das irgendwie? Nee, muss weiter weggehen. So, einen Moment. Ich hoffe, ich kann es euch jetzt zeigen, wo sie ein bisschen im Schatten liegen. Von dieser Seite der Sonne zugewandt mehr. Zu dieser Seite blüht die kleine Clematis. Wunder, wunderbar. Ganz, ganz schön. Also das hat sie letztes Jahr noch nicht getan, davor auch nicht. Ich freue mich über... Normalerweise haben wir immer die großen, gefüllten und die ganz wuchtigen. Und das ist so eine ganz einfache, schöne, kleine Blüte. Wir hatten damals drei hingesetzt in das Beet und nur diese eine hat jetzt nach vielen Jahren endlich, ja, eine Symbiose mit der gekappten Birke ist sie eingegangen und ist ganz hoch in die Birke hochgeklettert. Freue ich mich richtig drüber. Ich bin im Katzenauslauf. Ihr seht, ich habe wieder so eine kleine Spur reingesetzt. Leider wieder Autos. Das kann ich leider nicht ändern. Das ist halt auch eine Straße. Ach, guck mal, da oben sind ganz viele Schnecken. Aber was hier viel schlimmer ist, ist alles morsch. Ich brauche irgendwann Männer oder einen Mann, der mir das neu baut. Die Kastanie hat alle Blüten durch die Stürme verloren. Naja, jetzt kommen die Kastanien. Und viele Schnecken sehe ich gerade. Da ist noch eine. Guck mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es zeigen kann. Die Kamera, die kann ich wirklich gut einstellen. Im Moment ist es zu dunkel. Na, da ist sie doch, kann sie. Naja, und da ist unsere Mimaus und die wird doch wohl hoffentlich nicht wieder weglaufen. Wo machst du wieder deine Wege hin? Mal durch das Gitter. Bleib schön hier, Miechen, hörst du? Nicht weglaufen wieder, da muss ich wieder hinterher schreien. Das habe ich keine Lust. Komm wieder zu mir zurück, komm. So, der Flieder ist jetzt auch, das sind so die letzten Blüten. Er duftet noch, aber hat lang geblüht, wunderbar lange. Und hier sitzt mein kleiner Engel. Den liebe ich sehr. Ja, dahinter ist wieder Dschungel, das ist der Klödrich, der wieder alles übernimmt hier. Und da ist meine Schmörli Mörli, die kommt auch raus, die war gerade noch am Schlafen. Und da ist die Mia, aber jetzt suchen wir die Tara. Ich wollte schon mal gerade gucken. Tara, wo steckst du? Tara ist sehr still geworden. Och, guck mal, da ist einer. Ein Schmetterling ertrunken. Seht ihr das? Oh, ich versuche ihn mal zu holen. Oh, er lebt noch. Ja, jetzt wollen wir ihn mal schön... Ui, ja, dann sieh mal zu, dass du trocken wirst, du kleiner Flattermann. Naja. Mensch, da sind doch so viele Seerosenblätter, auf denen du hättest landen können. Die Seerosen sehe ich noch keine Blüten, aber sehr, sehr viele Blätter. Naja. Oh, hier ist er, der kleine Schmetterling. Der fliegt jetzt weg, dieses kleine Ding hier. Weiß nicht, ob ich ihn zeigen kann. Ja, jetzt sitzt er in der Sonne. Lässt sich schön mal trocknen. Hier habe ich eine kleine Schneise reingesenzt wieder. Rasen. Ui, da kommt doch meine liebe Taritara. Hi Tara, wo warst du denn wieder? Ach du liebe Zeit. Taritara. Komm mal zu mir. Hey. Nee, kein Stück. Doch, jetzt aber rein, nur rein in die Hütte, ab. Na gut, ich komme auch jetzt gleich rein. Oder wollen wir uns noch einen Moment vors Haus setzen? Heute Nachmittag soll es ja wieder Regen geben. Und Sturm womöglich. Ja, ich sitze hier in meinem kleinen Paradies und es ist so traurig für mich, hier allein zu sitzen. Es macht so wenig Sinn alles noch. Ich weiß, ich freue mich über alles, was hier so ist. Das müsst ihr nicht glauben, dass ich mich nicht darüber freue, aber
jeder Gang macht mich ganz traurig. Ja, ich habe hier die schlimmste Stufe habe ich gestern rausgemacht. Aber das geht nicht hier. Da sind überall Ameisen drunter. Aber das allerschlimmste Loch habe ich einfach Erde drunter gemacht, so ein bisschen begradigt. Gut, dass das hier ganz uneben ist, ist nicht schön. Was natürlich auch ist, habe ich festgestellt, das sind nicht nur die Wühlmäuse, beziehungsweise der Maulwurf, der hier so viele Gänge hat, sondern die Wurzeln der Birke, die sich hier von selber vor Jahren angesetzt hat. Ich sehe gerade, da kommt tatsächlich noch eine kleine Buddleia wieder raus. Seht ihr die Blätter? Vielleicht haben wir Glück. Ja, und da ist noch so ein, da kommt noch so was Rankiges. Da ist noch eine Klematis, sag ich mal, ganz ehrlich. Wir haben die vor so vielen Jahren gesetzt und dann waren die weg. Die blüht zwar noch nicht, aber das kann ja noch werden. Oh, wie schön. Ja, das sind nochmal die letzten Bilder von meinen schönen Duftrosen. Schade, dass ich euch den Duft nicht so mal rüberschicken kann. Da hättet ihr bestimmt auch Spaß dran. So, das war's von hier. Bis bald. So, ich habe ganz vergessen, das wollte ich euch doch gern zeigen. Wir haben vorm Haus Rhododendron stehen, zwei rote. Und die haben wir, ich weiß gar nicht mehr, zu einem Hochzeitstag uns geholt. Und da haben wir die am Hochzeitstag gepflanzt und haben hier vor der Tür gesessen. Sind auch noch, wartet mal, leider Autos, tut mir leid. Haben dann hier angestoßen. Dann haben die jahrelang, weil hier ist nicht so richtig viel vorne, nicht so richtig gesunder Boden, so ein bisschen vor sich hingekümmert. Die sind auch jetzt nicht sehr üppig. Aber in diesem Jahr, wo mein Mann nicht mehr bei mir ist, blüht alles unheimlich, unheimlich doll. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Naja, hier vor der Haustür habe ich meine Katzen und die Löwen. Mein Mann war ja Löwe. Die bewachen den Eingang. Und wir haben so eine dicke Stufe. Die hat mein Mann aus Beton gegossen, weil uns das Haus ja zweimal komplett überschwemmt war. Und da haben wir so eine kleine Stufe eingebaut. Ja, also die wollte ich euch gerne zeigen. Da habe ich auch sehr, sehr viel Spaß in diesem Jahr. Wunderschön, die blühen so schön. Ja, das hänge ich nochmal hinten dran, weil es einfach schön ist. So, hallo, hallo ihr Lieben. Ich habe das Buch soweit fertig. Bis auf den dicken Kleberbulpa, den ich hinten drauf sehe gerade. Ist also so eine abwaschbare Folie. Ich weiß noch, wo ich sie gefunden habe jetzt inzwischen. Habe ich noch ein Schild drauf gemacht. Und ich mache jetzt noch eine Öse rein. Einen Moment. Habe mir schon alles geholt. Ja, kann ich mal eben schauen. Ja, welches Band? Ich hatte gedacht, ich wollte vielleicht so ein Sari-Band nehmen. Das habe ich noch. Ich würde dann aber denken, ich nehme das in Natur. Das passt sich besser an vielleicht, oder? Wie viel brauchen wir denn? Warte mal. Wir brauchen jetzt... das. Der Nachteil ist, das fusselt Gott weiß wie. Das ist ein bisschen wenig, ne, oder? Weil hier ist er angestückelt. Das ist Sari-Band, ja. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wir lassen es mal gerade raus. Wenn es nicht reicht, müssen wir noch eine andere Sache holen. So, jetzt haben wir hier die... hoffentlich schmeiße ich nicht wieder alles komplett irgendwo hin, weil ich so dumm bin. So, welche Farbe möchten wir denn haben? Ui, rosa ist schon ein bisschen happig, oder? Durcheinander hier. Ich hasse das, wenn das durcheinander ist. Weiß hätte ich noch oder rosa. Die großen wollte ich jetzt noch nicht benutzen unbedingt. Man könnte auch ein Blau nehmen. Man könnte auch ein Hellblau nehmen. Wobei das Rosa würde zum Schild besser passen, ne? Aber das Blaue würde zum Bild besser passen. Wir nehmen das Blaue. Okay. Alles gut. Mach's bitte wieder zu. Mein Gott, muss ich mal neue Stifte waschen. So, wir machen mal einmal ganz kurz, wo ist denn der Große hier?
Ist das die Mitte ungefähr? In der Mitte entspringt ein Fluss? Ja, ist ungefähr die Mitte. Ach, scheiß drauf, ist auch nichts. Oh, warte mal, halt. Ich hab's falsch. Nochmal. Also hier ungefähr. Muss ich hier mit reinsausen. So, die Brille setze ich mal kurz ab, damit ich irgendeine Ahnung habe. Wo kommt denn das Ding raus bei mir? Aber, ach da. Ich kann es jetzt ehrlich so schlecht in der Hand halten, deswegen. Okay. Soll wohl die Mitte sein, ne? So ungefähr. Warte mal, ich stelle mich mal eben hin, bevor ich so zusammendrücke und dann habe ich die. Zusammendrücken ist das Problem. Ist alles gut? Alles gut gegangen? Gut, alles klar. So, dann entfusseln wir so ein ganz klein bisschen hier diesen Stoff. Ja, der fusselt furchtbar, dieser Stoff. Das ist, den habe ich, ja, der kommt aus, den habe ich in Indien bestellt. Tatsache war, nein, das war nicht besonders teuer. Im Gegenteil, ich war überrascht. Ja, und ich hatte das überhaupt nicht realisiert, dass das aus Indien gekommen ist direkt. Warte mal, wie mache ich das? Doppelt? Doppelt, ne? Doppelt irgendwie. Und da war ich wirklich baff, als ich das dann bekam und das stellte ich fest, wow. Habe ich bei eBay gefunden, aber schon ganz lange her. Ob es das jetzt noch gibt, kann ich euch noch nicht mal sagen. Ich denke, ja, sicher sowas gibt es bestimmt noch. Mal gucken, ob es so klappt, sonst müssen wir es vielleicht noch mal andersrum binden. So. So. Und dann können wir es zusammenbinden. Wenn wir wollen, mit einer halben Schleife. So, dann brauchen wir uns nicht darum quälen. Dann ist das Ding schön ordentlich zu. So, das wäre das. Okay, dann bin ich ja schon mal ganz zufrieden. Dann kann man es so aufziehen. Also die Fäden, da darf man sich bei so Sari-Zeug-Seide nicht dran stören. Ich will euch das gern nochmal zeigen. Bin ich in der Kamera einigermaßen drin. Ein bisschen größer machen, ne? Damit ihr was sehen könnt. Ich schieb mal, da sind nur so Spitzen, da überlege ich noch, ob ich noch Spitze reinklebe. So, das ist übrig, das brauche ich alles nicht mehr. Das kann ich nur so auf die Seite geben. Das Buch ist jetzt gut drin, ja? Könnt ihr sehen, okay. Also ich habe gebraucht 2 Seiten und zwar zwei Seiten habe ich komplett aufgebraucht von dem Kalender. Selbst so kleine Stücke, die oben abgeschnitten sind, hier wie dieses, ist verwendet worden. Und ich habe diesen Vogel wiedergefunden und der ist natürlich jetzt hier reingewandert, weil der war ja so süß. Den habe ich von jemandem geschickt bekommen und da hatte ich, glaube ich, 2 von und einen habe ich in das letzte Album mit reingeklebt und habe den hier nicht gefunden und jetzt habe ich ihn gefunden, jetzt ist er bei mir in meinem Tagebuch drin. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, kann das sein, dass das so ein Stempel von Tim Holz ist? Ich weiß es nicht, aber weil ich da schon mal nachgefragt wurde, als ich den ersten eingeklebt habe, da wusste ich das nicht zu beantworten. Da kam eine Anfrage bei Facebook bei mir und ich sagte, tut mir leid, die habe ich geschickt bekommen. Aber ich denke, war Tim Holz. Tim Holz habe ich selber fast nie. Also so, die Seiten sind beklebt. Wir gehen mal ganz kurz eben so durch. Hier haben wir so ein bisschen gestückelt auch. Hier ist ja was zum Einschieben, ne? Hier für größere Sachen, wenn man was hat. Und ich habe noch so eine einen Obstblock gehabt. Mögen alle deine Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Ach ja, liebe Leute, ach ja. Seht ihr, so ist jede Seite anders, so dass es nicht langweilig wird. Dann habe ich hier die Stückchen, die noch da waren, reingeklebt. Den habe ich immer den gleichen Spruch beim Obst. Das ist so ein ganzer Block, den ich da hatte. Ich glaube, der ist jetzt so ziemlich aufgebraucht. So, was noch reinkommen wird, deswegen ist nicht mehr dekoriert. Ihr werdet euch vielleicht wundern, aber ich werde, wenn ich in Zeitungen kleine Bilder finde, wenn ich Sprüche finde, wenn ich irgendwas finde, was vielleicht niedlich ist oder interessant ist oder Gott weiß was ist, dann ist das zweifach hier. Nee, das ist einfach. Dann kommt das mit rein. Da kann das zum Beispiel hier so überklebt werden. Was überklebt worden ist, ist überall die Schrift, wie ihr seht.
Und ich werde dann, wenn ich das Tagebuch führe, überall, muss immer gucken, manche sind etwas dicker geraten, weil die ja aus Kartstock waren. So, hier alles überklebt nur und ich habe sehr, sehr viel Platz, um noch was darin zu machen. Na, ihr seht es vielleicht selber, also hier ist noch was zum Einschieben und hier ist noch eine kleine Karte. Da suchte ich was und zwar habe ich doch diese Engelskarten, die ich auch schon vielen von euch dazugelegt habe. Und da werde ich mir selber jetzt einen Gefallen tun und werde mir eine Engelskarte aussuchen. Warte mal, der Träume, der Dankbarkeit, der Liebe, des Glaubens, Erfolg, Stärke, Zeit, Tat, Engel der Ruhe, Vertrauen, Inspiration, Weisheit, Kraft, Motivation, Heiterkeit, Mut, Loslassen, Akzeptanz, Herzensgüte, Glück, Fantasie, Geborgenheit, Trost, Hoffen. Wisst ihr, ich mache es wie bei euch auch. Da mache ich es nämlich immer so. Ich mische und ziehe mir eine Engel. Mal gucken, ob es bei mir hinhaut jetzt. Ja, so sind die eigentlich in die Bücher immer reingekommen. Wenn jemand von mir ein Buch hat und hat einen Engel, dann ist das so gewesen. Ne? Dann habe ich den gezogen. Ja, ich kann die jetzt verteilen, bis das Kartenspiel alle ist, bis das Kartendeck weg ist. Das ist so eine schöne Geste, finde ich, dass wenn man sagt, oh, der lässt sich ganz schlecht aufblättern. Und ich habe ja hier meine Hand so ein bisschen schwierig. Warte mal, ich versuche, weil ich will mir ja jetzt mal selber eine ziehen. Und dann wäre es schön, wenn man so die Auswahl hätte. Ne? Na, ich bin mal gespannt. Engel der Weisheit. Naja, guck an. Naja, was sagt er mir denn? Höre auf die Weisheit deiner Seele. Ist die Botschaft, die dir dein Engel mit auf den Weg gibt. Es ist eine Stimme, die aus deinem Inneren zu dir spricht. Weise zu sein bedeutet, liebevolle Werte bewusst zu leben. Mit Weisheit wirst du dein Leben aus einer neuen Perspektive betrachten. So kannst du deine eigene Philosophie entwickeln, die befreiend wirkt und dir ein zufriedenes Leben ermöglicht. Okay. So, dann kommt der hier rein. Das ist dann mein Engel diesmal. So, wir blättern kurz weiter, weil wir kommen jetzt zu den anderen Seiten. Das waren verschiedene Seiten, die wir hier bekleben mussten. Und teilweise kommen jetzt welche, ganz viele, die hinten waren für eigene Rezepte, die man nicht bekleben. Das lasse ich so, das finde ich ganz lustig. Das kann man machen. Hier sind die kleinen Ansichten aus dem Kalender, die hinten drauf waren, ausgeschnitten und eingeklebt worden. Dann hatte ich hier noch einen Bogen Papier, der ist noch verwendet worden, der kam aus der Daphne. Und damit habe ich das ganze Buch gestaltet. Ja, zwei Bogen aus dem Kalender, ein Bogen aus der Daphne. Und die Papiere, diese waren ja drin, original, diese. Und die vorne, die Seiten abdecken, die waren aus der Flo. So, hinten habe ich es jetzt so gemacht. Hier ist eine Tasche zum Einschieben für größere Sachen. Und hier ist noch eine Tasche für kleinere Sachen. Und dann ist das Buch fertig. Seht ihr? Ich hatte noch ein bisschen Spitze hergeholt, aber ich habe mir das hinterher überlegt. Nee, einer so rum, haben wir gesagt. Und einer so rum. Ich habe mir das überlegt, mit der Spitze, da warte ich noch, weil ich nicht ganz genau weiß, ob ich die wirklich drin haben möchte. Mein anderes Tagebuch hat nur noch 4-5 Seiten, das ist jetzt bald voll. Und dann habe ich mich entschlossen, dieses als nächstes zu machen. Das ganz tolle Tagebuch, was ich mir vor kurzem gemacht habe, die Spitzen lege ich gerade wieder weg, was wirklich ganz super toll ist, wisst ihr, worauf ich da warte, bis es mir mal ein bisschen besser geht. Ne? Irgendwie komme ich jetzt mit diesem kleineren Format im Moment besser zurecht für mich. Komme ich, glaube ich, besser mit zu Rande und finde ich sehr, sehr schön. Habe ich einen Stift? Ach, habe ich meinen schönen Stift hier verloren? Na, das hätte mir jetzt noch gefehlt. Nee, ich glaube, hier ist er. Ich habe nämlich so einen schönen Stift. Schreibe meinen Namen drauf.
So, das ist jetzt mein nächstes Tagebuch, mein nächstes Trauertagebuch. Denn ich kann es nicht anders sagen, also mich überkommt die Trauer teilweise sehr, sehr schlimm noch. Es gibt im Grunde keine Minute am Tag, an denen ich nicht an meinen Mann denke und an den Verlust, den ich habe. Und ich kann das Schöne sehen und ich sehe auch viel Schönes. Und ich bemühe mich wirklich weiterzuleben. Und das ist ein schöner Stift, Uniball Signo. So ein Tintenstift oder so. Ich habe keine Ahnung, was kommt denn da für eine Patrone? Kommen da Tintenpatronen rein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt der wunderbar. Ja, das eine Buch habe ich gefüllt von einem Tag nach dem Tode von meinem Mann. Habe ich damit angefangen. Ich schreibe nicht jeden Tag, aber ich schreibe mehrfach in der Woche eine Seite. Und teilweise kurz, manchmal auch zwei Seiten, aber meistens nicht so lang. Ich sehe gerade, mein Stativ ist total gesprenkelt mit Gold und Weiß von dem Spritzern. Ja, und dieses ist irgendwie so nett und so freundlich, dieses hier, und so ein bisschen tröstlich irgendwie das von Farben her. Und deswegen werde ich das jetzt als nächstes machen. So, das war mein Miracoli-Buch und ich freue mich, dass einige jetzt gesagt haben, sie haben jetzt schon angefangen oder wollen es bald machen. Und nein, ich wollte euch damit nicht unter Druck setzen. Es war wirklich die reine Neugierde, was ihr damit gemacht habt, ne? Oder wofür ihr es verwendet. Also ich verwende es als Tagebuch und das kommt mir jetzt im Moment sehr entgegen, dass das, ja, da komme ich bestimmt bis zum Sommer dicke mit aus. Ich schreibe nicht mehr so viel wahrscheinlich jetzt demnächst und mal gucken. Ne? Und dann kann ich das Tolle, was ich noch gemacht habe, als nächstes machen, das Große. Aber dieses ist ein bisschen netter, so ein bisschen lieblicher, ne? So ein bisschen vielleicht, so ein bisschen tröstlicher, will ich mal sagen. Ne? Vielleicht nicht so richtig zu verstehen oder, naja. Ja, was ich als nächstes mache, weiß ich noch nicht, kann ich euch noch nicht sagen. Vielleicht noch ein Papiere färben oder ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Habe jetzt hier noch einiges auch zu tun. Ich bin dabei, unsere privaten Papiere durchzusuchen. Da ist vieles liegen geblieben in den letzten Jahren, kann man sich denken. Habe jetzt schon einen ganzen Karton aussortiert, den ich noch nicht weggeworfen habe, beziehungsweise ich würde ihn verbrennen hier bei uns, wegwerfen, solche Papiere. Einen Schredder habe ich nicht, nein, habe ich nicht. Den gucke ich aber lieber nochmal nach, bevor ich irgendwas falsch wegtue. Ja. Heute, vor 4 Jahren, war ich in der OP-Vorbereitung und morgen, vor 4 Jahren, habe ich mein Knie operiert bekommen. So. 18, ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob das die erste OP war. Ich hatte ja 2. Kann ich gar nicht sagen. Ich habe nur die Erinnerung bei Facebook gerade gesehen. Müsste ich nochmal nachgucken. Warte. Kann das sein? Das müsste die erste gewesen sein, wahrscheinlich. Die Spiegelung war das wahrscheinlich, oder? Naja, auf jeden Fall hatte ich irgendeine Knie-OP. Ich habe einmal eine Spiegelung gehabt, da haben sie mir das ganze Knie ausgeschraubt. Danach konnte ich nicht mehr laufen, hatte Schmerzen ohne Ende, bis ich mich dann nach über einem Jahr dazu durchgerungen habe, wirklich, wirklich großer Quälerei, und habe das Knie operieren lassen. Also Knie ist operiert, definitiv 2018, das weiß ich. Genau, weiß ich das genau? Weiß ich nicht. Wisst ihr was? Das ist das Problem. Ich habe kein verdammtes Gedächtnis für Zahlen. Ich kann mir nicht mal eine Zahl von... Wenn ich jetzt mir eine Zahl sage oder hier was ausmesse, ich gehe bis zum Herd, ist die Zahl aus meinem Kopf. Ich habe keine Kapazitäten für Zahlen. Ich muss sofort alles aufschreiben. Ich habe sogar jetzt nachgucken können, ob ich 64 oder 65 werde. Ich weiß es nicht. Das war mein Mann. Der wusste jede Zahl, der wusste jedes Datum. Das war mein Gedächtnis. Der wusste sowieso sehr, sehr viel. Der konnte sich alles leicht merken. Ich kann mir nur gewisse Sachen merken. Es gibt Sachen, die merke ich mir gut. Kann ich ohne Probleme, weiß ich, wie es ist. Aber Zahlen und solche Sachen, da bin ich aufgeschmissen. Da bin ich verloren. Ne?
absolut verloren. Tja, ich habe hier auch schon irgendwo so ein Heftchen liegen. Ich weiß nicht, das habe ich nämlich vor kurzem in die Hände bekommen und habe gedacht, guck, hier ist es jetzt, wo man es natürlich, wo man drüber spricht und will es mal gerade nochmal nachschauen. Jetzt habe ich hier so viel hingestopft, dass ich es nicht mehr wiederfinden kann. Es ist gruselig. Hier ist es. Hier ist ein Heft. Habe ich alles aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Das erste Mal haben wir uns im Sommer 73 getroffen. Habe ich alles mit meinem Mann noch nachgebracht. Siehst du, so ein Heftchen habe ich hier. Wir sind zusammen seit dem Silvester 77, 78. 1980 haben wir geheiratet. So, da sind alle Sachen so drin. Ne? Da haben wir auch mal gewohnt. Das war der lange Jammer in Reda-Wiedenbrück. Das sind unsere ganzen Adressen, wo wir gewohnt haben. Wir sind zigmal umgezogen. Ja, Theo war, genau, Nierenkrebs war 17. Und im Herbst kam das. Vielleicht ist meins auch. Ah, hier kommt meine Erkrankung. Habe ich von meinem Mann nachgefragt. Also deswegen die Daten, die stimmen. Jetzt haben wir es. Ja. 2001, Gehirnentzündung, fast dran verreckt, auf gut Deutsch. Da habe ich mich kaum von erholen können. Ganz, ganz furchtbar war das. 2010 hatte ich eine große Unterleibs-OP. Da war ich so runter, da konnten sie mich nicht mal mehr operieren. Da musste ich, das ist eine andere Geschichte, egal. Dann hatte ich 17 eine Kniespiegelung, 17, 14 Tage später eine Gallen-OP. Und 2018 habe ich im März mein Knie bekommen. Ja, so rum ist es richtig. Also muss das ein anderes Datum gewesen sein, was sie mir heute gesagt haben. Das ist, hat noch Platz für vieles, aber mehr habe ich nicht mehr gefragt. Und alles, was ich jetzt nicht weiß, das muss ich mir mühselig dann zusammenreimen. Ja, mein Mann, der fehlt an allen Ecken und Enden. Für heute sage ich Tschüss. Vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß an den vielen schönen Blumen, die bei uns gerade im Moment wachsen. Macht's gut, passt auf euch auf, bis bald. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald, auf Wiedersehen, passt auf euch auf Wiedersehen.